Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Botschaft für die Woche vom 25.04. bis zum 1.05. Ich ziehe jetzt eine Hauptenergie aus dem Gaia-Orakel. Da haben wir Sacred Earth Mother, a message of love. Da gehe ich gleich weiter drauf ein. Ich sage jetzt erstmal was zur Legung. Ich lege gleich eine Dreierreihe mit dem Tarot. Das ist eine zugrunde liegende Situation. Dann lege ich eine Dreierreihe mit dem Tarot. Das ist die Entwicklung, die jetzt gerade möglich ist. Und kläre danach noch mit dem Lenormand, was ich gerne klären möchte. Und ziehe noch ein, zwei andere Karten. Und dann schauen wir mal, was die Woche für uns und für dich bereithält. Du spürst wie immer in dich rein, ob du in irgendeiner Art und Weise mit der Legung in Resonanz gehst, dann ist es deine. Wenn du damit gar nicht in Resonanz gehst und auch die nächste Woche nicht, ist es nicht deine. Dann schau dir vielleicht lieber ein anderes Video nochmal dazu an. In der Infobox findest du meinen PayPal-Me-Spendenlink, falls du mir eine Kleinigkeit zukommen lassen willst, und den Link zur Zeitenleserin. Talk über die universalen Gesetze. Sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig für die Prozesse, absolut grundlegend, die wir so durchmachen und auch machen wollen. Von daher schau da mal vorbei. So, Sacred Earth Mother, a message of love. Ich habe das Gefühl, dass, ich kriege ein Gefühl von Chaos. Und in diesem Gefühl von Chaos aber dieses Gefühl, dass trotzdem alles gut ist. Dieses Selbstliebegefühl. Es komme, was wolle, es ist alles gut. Aber das werden wir uns jetzt gleich weiter anschauen. Jetzt haben wir einmal die und jetzt lege ich die erste Reihe mit dem Tarot. Fliegt gleich schon raus. Einmal die Mäßigung. Mäßigung steht für Heilung, ist eine große Heilungskarte, auch für, ich würde mal sagen, den Ball. Also es ist eine sehr ruhige Karte, eine sehr gediegene Karte. Hier haben wir eine Situation, in der etwas in die Heilung schon gekommen ist, in der du ja auch am Ausgleichen warst. Das kommt mir auch dazu. Und jetzt schauen wir mal, welche Karte noch kommt. Als nächstes kommen die vier der Münzen. Die vier der Münzen können bedeuten, dass du dich vor etwas geschützt hast, dass du auf etwas aufgepasst hast. Es kann auch eine Art Klammern bedeuten. Das werden wir uns aber gleich noch mehr angucken. Und dann schauen wir mal, welche Karte noch kommt. So. Und hier haben wir den Stern. Hier haben wir eine ganz, ganz, für mich mit die schönste Karte eigentlich im Deck. Also es gibt viele schöne Karten, auch viele, die ich liebe, aber die hier ist so, die bringt so viel Magie mit sich. Und der Stern bedeutet die Integration von unterschiedlichen Anteilen, dass Verletzungen integriert werden, dass Themen, die wir haben, aufhören, weil wir das Thema nicht mehr haben, weil es geheilt ist. Und man sich vielleicht noch daran erinnert, dass es mal war, aber auch der emotionale Bezug dahin gar nicht mehr so da ist. Das ist der Stern. Und das ist einmal hier die zugrunde liegende Situation. Ich glaube, dass dieses dass dieser Schutz mal wichtig war. Aber dass der, wenn ich was schützen muss, zeigt es ja auch immer, dass eine Angst dahinter steht. Aber dass die sich aufgelöst hat in der Vergangenheit und in die Heilung gekommen ist. Wir haben jetzt zwei Heilungskarten letztendlich, ne? Der Stern geht, ist stark integrativ. Und
Die Mäßigung ist auch auf eine Art und Weise integrativ, aber für mich immer noch sanfter als der Stern, an dem sich die Dinge auch noch mal mehr offenbaren und ich noch mal mehr Klarheit kriege. Die Mäßigung ist, okay, ich habe mehrere Dinge und ich halte für mich innerlich den Ball flach und versuche, das irgendwie zueinander zu kriegen und bekomme das auch zueinander. Aber es ist noch mehr der Prozess, während der Stern für mich mehr auch schon im Ergebnis ist. Ich werde da gleich noch mehr Karten zu ziehen. Dann werden wir das auch inhaltlich noch etwas besser beleuchten können und gucken, ob wir da noch mehr Details auch eben zum Inhalt bekommen. Aber ich werde erstmal die Reihe legen, die im Jetzt wichtig ist. Welche Entwicklung haben wir im Jetzt? Hier haben wir die 10 der Stäbe, die 10 der Stäbe als Belastung. Das ist eine Karte, in der es um Belastung geht, auch darum gehen kann, Belastung quasi wegzupacken und sich dafür zu entscheiden, die zu verlassen. Aber im Großen und Ganzen haben wir es erstmal mit Belastungen zu tun. Und dann haben wir das Ass der Schwerter, eine Entscheidung, die getroffen wird. Und das Ass der Stäbe, eine Möglichkeit, die sich neu erschließt, die eine fruchtbare Möglichkeit, eine Möglichkeit, die viele neue Möglichkeiten, eine Möglichkeit, die viele neue Möglichkeiten mit sich bringt, möglicherweise. Also die Chance auf was Neues, was einem eine große neue Möglichkeit auch offenbart. Hier haben wir die Chance auf was Neues durch eine Entscheidung, die getroffen wird. Und hier kommen richtig Möglichkeiten ins Spiel. Und hier kommt jetzt erstmal der Bezug zu der Karte, A Message of Love, nämlich hier erstmal zu der unteren Reihe auch. Im Zuge dieser Belastung, die ich mit diesem Chaos da wahrgenommen habe, was ich am Anfang gesagt habe, im Zuge dieser Belastung bekommst du Klarheit über dich selber. Und diese Klarheit über dich selber, diese Liebe zu dir selber, diese Selbstanbindung, die hilft dir, eine Entscheidung zu treffen. Und dann kommen auch neue Möglichkeiten. Das hier, da entfernst du dich raus. Auf Grundlage deiner wahrscheinlich mit bewussten Miteinbeziehung deiner Selbstliebe. Was du für dich selber willst, was dir gut tut. Und die Selbstliebe an sich, den Zugang dazu, was das überhaupt ist und auch der Weg dahin in dieses ich sehe mich selber, ich bin mit mir selber verbunden, also spüre ich auch, ja, diese Liebe zu mir selber. Ich finde, Selbstliebe klingt immer sehr abgedroschen, weil es ja irgendwie alle benutzen und alle wollen da auch hin, ne? Aber was ist das eigentlich? Das ist für dich vielleicht auch wichtig, für dich selber nochmal mehr zu definieren und zu spüren, was bedeutet das eigentlich für mich oder wo habe ich da auch mein Ziel? Hier oben ist dieses Ziel aber schon in großen Schritten erlangt worden. Dieses, ich kann gut bei mir sein, ich nehme mich selber wahr. Und diese Entwicklung ist entscheidend dafür, dass du dich aus diesen Belastungen befreist. Aus den 10 der Stäben befreist. So, jetzt schaue ich aber mal, was können wir denn zur Mäßigung noch sagen, noch ziehen. Hier haben wir einmal den Park, das ist das Umfeld, die Öffentlichkeit kann auch mal ein Treffen darstellen. Und hier haben wir den Brief und hier geht es für mich darum, dass du dich deinem Umfeld präsentiert hast. Und der Brief, das ist Kommunikation, mal so auf den untersten Nenner runtergebracht, ist ja das, was ich habe, in mir habe, nach außen zu bringen. Durch Sprache oder durch ich zeige mich auf andere Art und Weise. Und hier hat, ich glaube, ein großer Ausgleich dadurch stattgefunden, dass du dich gezeigt hast. Das hast du schon getan. Und was gefolgt ist, ist eine Phase gefolgt,
wo du erstmal ein bisschen auf dich selber aufgepasst hast und dich vielleicht geschützt hast, weil das Umfeld das ja auch nicht immer gleich toll finden muss, wenn man sich präsentiert, so wie man ist oder wie man die Dinge auf einmal anders sieht. Und das ist gekommen, aber da bist du schon durchlaufen und bist für dich, da ziehe ich jetzt auch gleich nochmal zwei Karten zu, ich kriege mir da auch noch mehr Details, aber bist für dich hier dadurch in deine Integration gekommen. Der Stern. Ja, ne? In die Heilung, in die Stabilität. Auf deinem Weg. Nicht auf dem Weg von jemand anders, sondern auf deinem Weg bist du in die Heilung, in die Stabilität gekommen. Und deswegen kannst du auch zu den Belastungen sagen, ich mache das nicht mehr mit. So, welche Entscheidung ist Ass der Schwerter? Was haben wir hier? Hier gibt es eine Neuausrichtung. Und hier haben wir Details. Du richtest dich neu aus und das guckst du dir auch erstmal genau an. Da hast du die Ruhe zu, da hast du auch die Zeit zu. Und das ist jetzt ein Aspekt, der mir hier kommt. Hier liegt viel Ruhe in diesem Kartending, in dieser Dreier-Kombination. Es ist hier nichts, wo du sagst, das ist alles so schlimm für mich und ich muss jetzt einen Schritt raus machen, aber der Schritt ist noch nicht richtig in dir gewachsen. Nein, 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 nein. Ja, es ist schlimm für dich. Der Schritt daraus ist aber enorm in dir gewachsen. Und deswegen kannst du mit vollem Selbstbewusstsein sagen, weil du dich lieb hast, ich mache das nicht mehr mit. Denn wer von mir erwartet, dass ich das mitmache, der liebt mich nicht. Denn der erwartet von mir Dinge, die mir nicht gut tun. Das könnte für dich eine Hilfestellung auch nochmal sein, zu sagen, ich mache das nicht mehr. Ne? Du sorgst für dich selber und deswegen hast du die Ruhe, die Stabilität, dir das, wofür du dich neu entscheidest, wie du dich neu ausrichtest, auch für dich in Ruhe dir anzugucken und zu gucken, wie hättest du es denn gerne? Was sind die Details, die du jetzt für dich als wichtig empfindest? So, das Ass der Stäbe. Meine Lieben, was kann dazu gesagt werden? Hier haben wir einmal die Würfel mit den unerwarteten Dingen, mit den Wagnissen, mit den unplanbaren Dingen. Und ein bisschen die Spannung dabei, die Nervosität mit den Vögeln. Ja, was auch immer, es wartet irgendwas auf dich, was du nicht richtig planen kannst. Das wird irgendwie in dein Leben kommen und macht Aufregung, aber es ist sehr fruchtbar. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne, ich finde, eine sehr geerdete Legung. Und dann kann es mit ein bisschen Feuer und Leidenschaft und Spannung und so weiter auch gut weitergehen, weil du die Erdung in dir selber erstmal gefunden hast. So, ich ziehe jetzt noch mal eine Karte aus dem Monology-Orakel. Ergib dich dem Göttlichen. Ergib dich dem göttlichen Vollmond. Das ist diese Fülle, die ich hier auch merke. Das ist die Fülle, die sich in dir in dieser Thematik schon eingestellt hat. Und dem folgst du aktiv weiter. Ne? Jetzt noch eine Karte aus dem Farbkartendeck für dich. Overcome your challenges. Besiege deine Herausforderungen. Und da hast du jetzt auch die Stabilität zu. Ne, es ist nicht so, wie ich es eben schon gesagt habe, dass du das Gefühl hast, hier ist alles zu viel und du musst da irgendwie einen Schritt rausgehen, aber du bist da noch gar nicht bei und dann überfordert dich das Ganze. Nee. Du kannst deine Herausforderungen jetzt schaffen. Das da, weil du in dir schon in der Vergangenheit die Stabilität dazu innerlich angeeignet, aufgebaut, erarbeitet hast, um durch die Themen jetzt auch abschließend durchgehen zu können und ganz anders weitergehen zu können. Ne? So viel zu der Wochenbotschaft. Ich wünsche
dir eine angenehme Woche. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Alles Liebe!